Dann nimm dir doch gerne eine Decke oder etwas, was es ein bisschen leichter und weicher macht unter dir. Und setz dich dann ganz entspannt, so ganz intuitiv, was aus dir herauskommt, die Beine kreuzen. Könntest dir auch immer was unter die Beine noch legen, Kissen oder Decke hinein stopfen, wollte ich schon sagen, sodass das hier etwas gehalten wird. Und dann leg die Hände auf die Knie oder Oberschenkel und schließ die Augen. Und nimm erstmal einen ganz tiefen, tiefen Atemzug. Atme weit ein in dein Herz, die Rückseite des Körpers, nach oben, den Scheitel, nach unten, ja, das Gesäß ausdehnen. Und durch den Mund atme aus, dabei tief nach innen sinken und dann mach das nochmal. Atme tief, tief, tief ein. In alle Richtungen wirst du weit, 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 weit. Und durch den Mund atme aus. Lass die Schultern los. Und gerne jetzt auch beim nächsten Mal nochmal die Schultern richtig nah an die Ohren ziehen. Tiefer einatmen, viel, viel mehr einatmen als normal und so eine Spannung aufbauen. Und diese Spannung lässt du ausatmen durch den Mund los. Lass die Schultern los und spür dich jetzt von innen heraus. Und wir nehmen die Sequenz Sufi-Kreisen, um jetzt den Geist zur Ruhe zu bringen und den Körper ja auszubalancieren, die Erdung zu schaffen. Das heißt, du lehnst dich nach vorne und egal in welche Richtung das jetzt hier ganz intuitiv aus dir heraus passiert, kreise vor, zur Seite und zurück. Du musst dir einfach nur merken, weil wir später die Richtung wechseln, welche Richtung jetzt begonnen hat. Und dann lass die Bewegungen. Vielleicht sind die Kreise erstmal ein bisschen kleiner vom Radius her. Vielleicht ist es ein bisschen holprig und wackelig. Aber lass die Bewegungen sich nach und nach ganz natürlich ausdehnen. Und du kannst dich hier auch so richtig schön nach vorne lehnen, zur Seite, zurück. Die Augen gerne geschlossen. Ja, und immer wenn der Geist sehr unruhig ist, und das hatte ich jetzt auch in den letzten Tagen oft, ich wusste gar nicht, mit was ich zuerst anfangen sollte, und dann habe ich irgendwie alles gleichzeitig gemacht. Nicht die beste Empfehlung, aber dieses Sufi-Kreisen, das hilft dir, so ein bisschen mehr Ruhe zu schaffen von innen heraus. Gleichzeitig die Erdung stärken. Also spür mal tief in dein Becken hinein und dein Körper zeigt dir vielleicht auch irgendwo Enge oder Unwohlsein in Anführungsstrichen und du gehst da genau hinein, ganz liebevoll und achtsam, lässt den Atem tief ein- und ausströmen und mit der Wiederholung der Bewegung löst sich diese Enge. Einfach nur, indem du achtsam, da sind wir eben, ja, bei dem Wort Acht, 2024, das Jahr der Acht. Und dabei löst sich es. Ich möchte gesehen werden. So nach und nach
Bewegungen ruhiger werden und zentrierter. Bis du hier im Zentrum ankommst. Spür für einen Moment nach. Nimm die rechte Hüfte wahr, die linke, deine Beine, dein Becken, vielleicht kribbelt es hier. Und dann heb die Knie, kreuz die Beine einmal andersrum. Und dann fängst du an, genau in die andere Richtung zu kreisen. Doch hier lass es entstehen. Komme nach und nach in deinen eigenen Flow und bleibe bewusst bei deinem Atem. Lass den Atem ruhig und langsam ein- und ausströmen und so nach und nach werden auch die wilden Gedanken ein bisschen gezügelt, ruhiger und du gelangst in den Raum Beyond. Hinter den Alltagsgedanken, hinter der To-Do-Liste, was man noch alles machen muss, hinter dem Funktionieren, Abarbeiten, Gewohnheiten, einfach durchleben, in ein ganz authentisches, waches, achtsames Sein. Vielleicht spürst du auch, was hier in der Taille passiert. Hier wirst du gedehnt und gekräftigt. Das ist eine wunderschöne Übung auch, dass die Rückenmarksflüssigkeit wieder gut fließen kann. Es wird angekurbelt aus den unteren Bereichen des Körpers nach oben bis ja, in den Schädel zum Gehirn. Ganz wichtig. Lass den Atem weiterhin tief und ruhig. Und über diesen ruhigen, ausgedehnten Atem entgiftest du auch den Körper, wirst basisch im Blut. Das ist einfach eine gute Unterstützung für ein gesundes Leben. Langsam lass die Bewegungen ruhiger werden. Und komm ins Zentrum, spür hier nach. Tief ein und erde, also werde schwer, ganz bewusst schwer, sinke nach unten. Und dann lass die Hände, wie sie sind. Du kannst jederzeit auch die Beine wieder andersrum kreuzen. Und dann atmest du ein und lässt dich nach links lehnen. Und mit der Ausatmung zur rechten Seite. Schaukel den Körper nach links mit der Ein- und nach rechts mit der Ausatmung. Und du kannst immer, wenn du nach links gehst, die rechte Hand ein bisschen aktiver auf das Knie schieben und andersrum. Und lass auch hier den Atem tief und weit ein- und ausströmen. Und spür mal hier, wie du Platz schaffst in der Taille, auch nochmal in den Hüften. Sind Bewegungen, die ich jeden Morgen praktiziere, wenn die Zeit da ist. Das war jetzt ganz gut in den Ferien. Jetzt schauen wir mal, wie es ist, wenn die Schule wieder anfängt, wenn man dann wahrscheinlich 2 Stunden früher aufstehen muss. Aber ich versuche dran zu bleiben, weil es ist einfach so ein anderes Körpergefühl, wenn du deine Praxis am Morgen ausführst. So, noch ein paar Mal, 5, 6 Mal in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wiege deinen Körper. Atme tief. Und dann komme, wenn du das nächste Mal rechts warst,
wieder ins Zentrum, spür für einen Moment nach, nimm dich hier so in den Taille, oberen Bauch herum wahr. Die letzte Sequenz, die aus dem Kundalini auch kommt, Hände an die Schienbeine. Mit der Einatmung lehnst du dich nach vorne, ziehst die Schultern zurück, machst die Kehle weit. Mit der Ausatmung lehnst du dich zurück, das Kinn zum Brustbein. Und hier ein paar Mal sitzende Katze Kuh. Und mach das ruhig ein bisschen dynamischer. Das heißt, der Atem ist tief. Nicht ungefähr vier Takte ein, sondern ein bisschen schneller atmen, aber dafür ein bisschen tiefer. Auch nochmal eine super gute Massage. Du merkst das sicherlich auch im Gesäß. Das Gewebe wird durchblutet. Ist auch schön, um Schlacken abzubauen. Und ihr werdet merken, dass ihr jetzt schon ein bisschen Wärme aufgebaut habt, Leichtigkeit. Okay. Noch einmal nach vorne und zurücklehnen. Dann richte dich auf. Heb die Knie, strecke, kräte die Beine, flex die Füße, atme ein, heb die Arme zu 60 Grad auseinander, senkrecht nach oben, also nicht ganz senkrecht, und ausatmen, dreh dich nach rechts, rechte Hand hinter dir abstellen, einatmen in die Mitte, ausatmen nach links, ein in die Mitte und nach rechts, ein in die Mitte und nach links. In die Mitte ein und mach so weiter. Bleibe in deinem Atemrhythmus. Spüre die Sitzbeinknochen gut geerdet und strebe einatmen weit nach oben und ausatmen in die Drehung. Drehungen sind einfach sehr, sehr gut, ja, den Körper zu entgiften und unser Sonnengeflecht, also Manipura Chakra, anzuregen. Und das ist das innere Feuer, unser inneres Licht, Sonne. Und es gibt uns wirklich auch, gerade wenn es weiterhin noch sehr dunkel und kühl draußen ist, ja, inspiriert zu bleiben. Noch einmal zu jeder Seite. Noch einmal nach links. In die Mitte ein, heb die Arme. Und ausatmen, nimm die Hände zusammen über den Kopf. Senke sie über die Stirn, den Mund zum Herzen. Und jetzt umarme das neue Jahr. Lade es ein. Blicke nach oben und wieder senk die Arme. Hände geführt. Vor der Stirn, dem Mund zum Herzen, machen wir noch zweimal. Einatmen, hebe, öffne dein Herz und ausatmen über die Gedanken, Worte und Taten, senke noch einmal ein. Und atme aus. Lass die Hände vor dem Herzen, senk die Stirn nach unten. Lächel dir zu, vielleicht spürst du deinen Herzschlag. Ein bisschen dynamischer. Was auch immer kommen mag, darf, hab Vertrauen in das Leben. Du darfst dich auch immer wieder mal zurücklehnen, entspannen und dir dann wieder den Schwung geben, die Kraft geben, Dinge zu machen. Und dann nimm die Hände nach vorne,
langsam zum Boden, soweit es für dich okay ist. Du kippst aus dem Becken nach vorne und das ist vielleicht schon deine Position. Wir sind noch nicht ganz so aufgewärmt, aber genieß jetzt nochmal für einen Moment, den Kopf nach unten sinken zu lassen. Schließ die Augen und nimm hier das kostbare Geschenk, deinen Atem wahr. Dehne den Atem aus. Lebenskraft nimmst du über den Atem auf. Und dann atme hier aus. Langsam einatmen, schieb dich wieder nach oben zum Sitzen. Ausatmen, komme von hier in den Vierfüßlerstand. Die Hände gleichmäßig weit auffächern, unter den Schultern ausgerichtet. Und mit deiner Ausatmung den Rücken ganz rund werden lassen. Zieh den Nabel nach innen, richtig schön hoch. Und mit der Einatmung hebt das Herz, zieh die Schultern zurück. Und mit der Ausatmung wieder kippt dein Becken. Zieh den Nabel nach innen, Kinn zum Brustbein, Schultern weit. Einatmen, hebe, öffne. Zieh die Schultern zurück. Ausatmen, werde rund. Wenn du so kannst, kennst. Im Ujjayi atmen, das heißt, der Atem rauscht durch die Kehle. Vielleicht atmest du nochmal durch den Mund aus, hauchst den Atem aus. Um, mach das nochmal. Hier die Stimmritze, ja, den Impuls zu geben, sich sanft zu schließen. Dadurch entsteht das Flüstern, das Rauschen. Und beim nächsten Mal, wenn du ausatmest, schließ gleich den Mund wieder und es rauscht ganz natürlich durch die Kehle. Und das macht dir den Atem bewusst. Der Atem darf lauter sein als deine Gedanken. Mit deiner Einatmung hebt das Herz, stell die Füße auf und schieb das Gesäß einfach Richtung Fersen. Dann komm wieder einatmen nach vorne. Und ausatmen, bring Brustbein und Kinn zum Boden ab. Lass die Knie, wo sie sind, schieb dich einatmen durch in die Kobra und gleich ausatmen, Po Richtung Fersen, Füße aufstellen. Und jetzt streck dich in den nach unten schauenden Hund. Die Beine abwechselnd beugen und strecken. Und dabei die Rückseite der Beine verlängern. Lass die Hände groß und weit auf der Matte. Und dann nimm auch das Abrollen über deinen Fußballen wahr. Du kannst die Zehen spreizen und so wirklich auch das Fußgewölbe warm machen und gleichzeitig stärken. Und dann lass die Bewegungen ruhiger, die Füße mindestens hüftbreit. Beug die Knie einen Zentimeter, es sei denn, du brauchst es auch tiefer gebeugt, dann natürlich tiefer. Und jetzt schieb die Sitzbeinknochen so weit du kannst nach hinten hoch und dabei die Zehen alle hoch. Spür mal, wie viel Kraft du in den Füßen aufbaust. Dann zieh die Kniescheiben hoch an die Oberschenkel und streck die Beine. Nicht viel mehr. Also schau mal, dass du die Beine wirklich aktiv mitarbeiten lässt. So hier die Erdung aufbauen. Handflächen groß und weit in der Matte gepflanzt. Lass den Nacken weit. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Drei Atemzüge hier tief ein. In den Brustkorb, aus dem Bauch, zieh den Rippenbogen und die Hüftknochen zum Bauchnabel. In den Brustkorb ein und aus dem Bauch aus. Tief ein.
vollständig aus. Noch einmal ein. Atme aus und dann bring einatmen die Knie zum Boden. Ausatmen, lauf mit den Händen weiter nach vorne. Und dann bring die Ellenbogen zum Boden, bring die Stirn zum Boden und heb die Unterarme. Handflächen über den Kopf zusammen. Und jetzt lass los in den Schultern. Werde weit ums Herz, aktiv aus dem Bauch. Tief dein Atem. Tief der Atem. Wenn der Körper irgendwo festhält, Spannung aufbaut, schicke da den Atem hin. Und dann bring einatmen die Unterarme, Handflächen bleiben zusammen zum Boden. Heb den Kopf und dann kommst du hier in die Sphinx. Zieh die Schultern zurück, atme hier ein, atme aus, den Bauch aus, tief ein. Atme aus, halt die Beine aktiv. Ruhig ein. Und der Nabel geht nach oben, atme aus. Ruhig ein. Und dann lass den Kopf ausatmen, zum Kinn sinken. Einatmen, heb den Kopf, guck über die rechte Schulter. Ein zur Mitte, guck über die linke Schulter. In die Mitte ein. Nimm die Ellenbogen auf die Seite, Hände neben die Rippen, Stirn zum Boden. Einatmen, hebe dich in die Kobra. Aus, Po Richtung Fersen. In den nach unten schauenden Hund. Einatmen, bleibe hier. Atme aus. Heb das rechte Bein nach hinten hoch ein. Und bring ausatmen, Knie und Nasenspitze zusammen. Schultern vor. Einatmen, streck das Bein nach hinten. Ausatmen zum linken Oberarm. Schultern vor. Einatmen zurück. Und zum rechten Oberarm. Pass auf, bleibe ich hier. Kick den rechten Fuß nach vorne, außerhalb zur rechten Hand. Die Ferse auf der Matte, der Fußballen rotiert nach außen und dann senkt das linke Knie zum Boden. Jetzt lass die Hände, du kannst auch jederzeit Blöcke unter die Hände nehmen hier. Ganz entspannt, geerdet und wiege sanft nach links und nach rechts mit deinem Becken. Das rechte Schienbein schwingt mit, aber auch der Fuß. Kommst mehr auf die Innenseite, mehr auf die Außenseite. So ist das Knie geschützt. Und dann finde hier die genau richtige Position. Das Knie fällt sanft nach außen, nur leicht, vielleicht ein Zentimeter, vielleicht mehr. Und wenn das für dich okay ist, so wie gesagt, die Arme können auch auf den Blöcken sein, bring die Unterarme zum Boden. Und lass den Kopf gerne hier erstmal hängen. Schüttel hier sanft. Die Arme dürfen natürlich auch gestreckt sein. Und für einen Moment spüre hier nach in deinen Beckenraum, in die rechte Hüfte. Tief der Atem. Noch einen Atemzug hier. Schieb sanft die Hände dann in die Matte, streck die Arme, falls gebeugt. Heb das Herz,
Schieb den rechten Fuß so kraftvoll du kannst nach unten und das hintere Knie weit nach oben. Und dann mach einen Schritt nach vorne mit dem linken Fuß außerhalb zur linken Hand, genauso ausrotiert wie der andere und setz dich in die Hocke, gerne auch auf Blöcke. Nimm die Hände vor das Herz, lass den Blick ruhig, schieb sanft mit den Ellenbogen gegen die Knie und atme tief und ruhig ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Hier nochmal ein. Atme aus, bring die Hände zum Boden. Heb einatmen den Po und lauf die Füße hüftbreit und parallel zusammen. Auch hier. Die Knie entweder gebeugt oder auch gern die Hände auf den Blöcken. Und du schiebst aber sanft die Hände in die Matte und wiegst ganz minimal nach vorne, nach hinten. Und die Handflächen, Fußsohlen noch ein bisschen mehr mit der Mutter Erde zu verbinden. Schau, dass die Schultern nicht nach vorne hängen, sondern eher nach außen und zurückgezogen werden. Schulterblätter an die Rippen. So ist der gesamte Nackenbereich frei. Tief der Atem. Gib die Hände in die Matte. Heb das Herz und dann steig wieder zurück in den Hund. Komme einatmen. In die schiefe Ebene und ausatmen, bringe Knie, Brust und Kinn zum Boden ab. Einatmen, schlängel dich in die Kobra und ausatmen, über den ganz geraden Rücken, Gesäß nach hinten schieben in den Hund. Lass die Hände groß und weit, atme ein. Zieh den Nabel nach innen, atme aus, heb das linke Bein, einatmen nach hinten hoch. Knie und Nasenspitze zusammen, Schultern vor. Streck das Bein nach hinten. Und diagonal zum rechten Oberarm, Schultern wieder vor. Heb das Becken so hoch du kannst. Einatmen, streck das Bein. Und zum linken Oberarm. Und jetzt kick den Fuß weit nach vorne. Fußballen auf der Matte. Ferse auf der Matte, Fußballen dreht nach außen. Okay, und auch hier lass die Übung entstehen. Das hintere Knie sinkt in die Matte. Wenn es weh tut auf der Kniescheibe, musst du vielleicht nochmal das Knie anheben, ein bisschen zurückziehen, sodass du vor der Kniescheibe auf den Boden kommst. Und jederzeit kannst du dir auch immer eine Decke unterlegen. Wenn es unangenehm ist, bleib weiter hier, wiege, spür hinein, öffne, lass das Knie sanft nach außen sinken. Vielleicht, alles optional, bring die Ellenbogen zum Boden oder auf die Blöcke. Und dann noch hier gerne einfach den Kopf hängen lassen. Wichtig ist, dass dein Atem tief und achtsam fließt. Hier noch einmal ein und vollständig aus. Mit der Einatmung streck die Arme, falls gebeugt, heb das Herz, schieb den linken Fuß so kraftvoll du kannst in die Matte aus, heb das rechte Knie weit nach oben, das Becken weit nach oben, Blick nach vorne und dann steige wieder in die Hocke. Hände vors Herz, atme tief ein. Atme aus. Ruhig ein.
Und aus, lass die Schultern los. Tief ein. Ausatmen hier. Ruhig ein. Ausatmen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Vielleicht hebst du den Po ein bisschen. Bring die Hände zum Boden, heb einatmen den Po. Bring die Füße wieder hüftbreit. Atme ein, komme auf die Fingerspitzen, Rücken lang. Beug die Beine, tauch über die Beine, lass den Kopf los aus. Einatmen, strecke, wir wiederholen das ein paar Mal. Ausatmen, beug, tauch über die Beine. Einatmen, strecken. Und tauch über die Beine. Hier gerne gebeugt hier, ja? Noch einmal. Beug jetzt auf jeden Fall die Beine, tauch über die Beine, roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben, zieh die Schultern zu den Ohren, kreis die Schultern nach hinten, nach unten. Mach das ein paar Mal. Und dann verschränke die Finger hinter dem Rücken, zieh die Schultern zurück. Und das Brustbein nach oben, senkt dein Kinn nach unten. Tief in den Brustkorb ein. Schieb die Hände, wenn du kannst, weg vom Gesäß. Atme aus. Ellenbogen können auch mikrogebeugt sein. Oder stärker, falls du brauchst. Aber versuch, die Handflächen zusammenzubringen. Noch einmal hier ein. Atme aus. Einatmen. Setz den Po tief. Heb die Arme in den Stuhl. Utkatasana. Und mit der Ausatmung leg den Oberkörper auf die Oberschenkel. Fingerspitzen zum Boden. Kopf loslassen. Und dann streckst du die Beine, wenn du kannst. Einatmen. Beug die Beine. Heb den Oberkörper. Und komm zum Stehen. Streck die Beine, senk die Arme. Das machen wir dreimal. Einatmen, beug die Beine, komm in den Stuhl, heb die Arme. Aus, die Hände zum Boden, dann erst die Beine strecken. Bauch, Oberschenkel berühren sich hier. Einatmen, in den Stuhl, beug die Beine, heb die Arme. Und zum Stehen kommen, senk die Arme. Einatmen, beuge. Heb die Arme. Ausatmen, tauche, heb den Po, lass den Kopf los. Einatmen, beug die Beine, heb die Arme. Komm zum Stehen, senk die Arme. Noch einmal, setz den Po tief in den Stuhl und lass dich über die Beine nach unten sinken. Einatmen, beug die Beine, heb die Arme. Komm zum Stehen, atme aus. Einatmen, linker Fuß ist mittig, beug beide Beine und bring den rechten hinter dem linken Fuß. Jetzt kommst du hier auf die Außenkante, das rechte Bein ist gestreckt, das linke Bein gebeugt und du hebst beide Arme, greifst dir dein rechtes Handgelenk und lehnst dich weit nach links. Guck zum Fuß, zum ausgestreckten Bein. Und atme tief in die rechte Flanke hinein. Wenn das dir zu viel ist mit diesen umschlungenen Beinen, kannst du auch einfach die Beine ganz normal ausrichten und in die Seitbeuge kommen. Also ganz normal zum Stehen kommen und dich nach links beugen. Tief atmen. Schaffen ganz viel Seite, in den Seiten ganz viel Platz. Noch einmal hier ein und aus.
Erstmal wieder aufrichten, einatmen. Nimm die Hände in die Hüften und komme zum Stehen, atme aus. Wir machen die andere Seite. Beug beide Beine, linker Fuß hinter dem rechten, zur Seite ausstrecken, komm hier auf die Außenkante vom Fuß, heb die Arme, greif dein linkes Handgelenk und lehn dich nach rechts. Atme tief ein und atme aus. Tief ein. Eine ganz, ganz wunderbare Übung. Und seitlichen Faszienstränge entlang des gesamten Körpers zu dehnen. Auch oft, wenn das hier verkürzt ist, die Ursache von Rückenschmerzen. Also gerade im unteren Rücken. Und dem kannst du eben entgegenwirken oder es auch beheben. Wenn du diese Übung ausführst. Hier nochmal ein. Atme aus, einatmen, richte dich auf. Hände in die Hüften. Komm zum Stehen. In Tadasana, atme aus. Einatmen, heb die Arme über die Seiten. Blick nach oben. Umarm das neue Jahr. All das Neue, was kommen mag. Hab Vertrauen, tauche nach unten. Beug die Beine gerne auf halbem Weg. Setz die Hände in die Matte. Und dann zwei große Schritte zurück in den nach unten schauenden Hund. Atme hier tief ein. Atme aus. Du hebst das rechte Bein nach hinten in die Luft und setzt den rechten Fuß zwischen die Hände, das linke Knie zum Boden. Wir machen eine Sequenz hier. Wie gesagt, jederzeit leg dir auch was unter, falte die Matte, wenn du brauchst. Komme hier in den tiefen Ausfallschritt, Anjaneyasana. Schau mal, dass du hinten ganz gut geerdet hast, die vordere Ferse gut erdest. Und dann schieb die linke Hüfte noch ein bisschen aktiver nach vorne und lass dich tiefer nach unten sinken in das Becken. Heb die Arme nach oben. Handflächen schauen sich an. Und dann beugst du die Ellenbogen zur Seite. Zieh die Ellenbogen zurück. Atme hier tief ein. Atme aus. Halt die Beine stark, spür den Beckenboden, atme ein. Jetzt bewegen wir uns mit der Ausatmung. Schieb das Gesäß nach hinten, flex den vorderen Fuß, Hände entweder zum Boden oder durchschwingen lassen. Einatmen, beug das rechte Bein, heb die Arme, beug die Arme. Und ausatmen, Nabel zieht zurück, schieb nach vorne, du kannst die Hände in der Luft lassen. Opp. Oder zurückschwingen zum Boden. Und mit der Einatmung beugt. Und mit der Ausatmung schiebt nach vorne. Also ich mag es am liebsten, dass ich die Arme vorne habe, als wenn ich etwas umarmen würde. Und dann mit der Einatmung hebe. Und aus. Wenn das alles zu wackelig ist, dann lass einfach die Hände während der gesamten Sequenz am Boden. Auf Blöcken gerne. Ja? Lass uns das noch drei, vier Mal machen. Ein, öffne das Herz. Aus, schiebe das Gesäß zurück. Lehn dich nach vorne. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schiebe. Einatmen, öffne. Und ausatmen, schieb nach vorne. Letztes Mal. Einatmen, hebe. Okay, ausatmen, schieb das Gesäß nach hinten. Hände. Auf die Blöcke, Fingerspitzen, wie auch immer. Handflächen zum Boden geht auch natürlich. Und dann ist dein Gesäß über dem linken Knie und du lässt den Kopf los. Genieß die Dehnung in der Rückseite des rechten Beines. Tief der Atem. Gehe nochmal ein. Atme aus. Heb den Blick. Beug das rechte Bein. Schieb es kraftvoll in die Matte. Heb das hintere Knie. Und einmal streck das rechte Bein nach hinten in die Luft, in den dreibeinigen Hund.
Du öffnest die rechte über die linke Hüfte, beugst das rechte Bein. Lass einfach den Fuß hängen, du kannst ihn aber auch kreisen. Handflächen ganz kraftvoll in die Matte schieben. Spür den Beckenboden. Ja? Schambein, Kreuzbein schieben zueinander. Und dann streck das rechte Bein, dreh die Hüfte ein. Spüre, nach unten schauen den Hund. Einatmen, komm nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmen, bring Knie, Brust und Kinn zum Boden. Einatmen in die Kobra. Aus Po Richtung Fersen. Zurück in den Hund. Atme hier ein. Und komplett ausatmen. Heb das linke Bein nach hinten hoch. Linker Fuß nach vorne, zwischen die Hände, rechtes Knie zum Boden. Hab auch hier Zeit, um dich einzurichten. Heb den Oberkörper. Schieb die rechte Hüfte zurück. Heb das Schambein, erde die vordere Ferse kraftvoll nach unten und sinke tiefer mit dem Becken nach vorne. Du kannst, wie gesagt, hier die Hände auch auf Blöcken haben. Ein und aus. Oder du hebst die Arme, beugst die Ellenbogen. Zieh die Schultern zurück. Ist eine schöne, weite Öffnung. Gib dir Mut und Kraft für das, was kommen mag. Und mit der Ausatmung streck das linke Bein. Nimm die Arme nach vorne oder schwing zurück. Alles ist gut. Einatmen, beug das vordere Bein, beug die Arme, heb das Herz. Und ausatmen, schiebe durch. Zieh den Nabel nach hinten. Okay, mach weiter mit deinem Atem. Einhebe. Und es ist wackelig, auch bei mir. Gehört dazu, das stärkt die tieferen Muskeln. Super, super gut für die Gelenke. In den Hüften. Okay, noch einmal hebe. Und dann ausatmen. Streck das linke Bein, bring die Hände zum Boden, der Rücken gerade, das vordere Bein geflext, der Fuß, wenn es geht. Und dann lass dich über das linke Bein nach unten sinken. Die Schultern entspannt, die Gesichtszüge weich. Tief der Atem. Die Einatmung genauso lang wie die Ausatmung. Ja, mit deiner Einatmung beug das linke Bein, schieb den Fuß ganz kraftvoll in die Matte, heb das hintere Knie, atme hier ein und dann komm in den dreibeinigen Hund wieder. Streckt. Wenn der Schritt kürzer ist, ist es einfacher. Ja? Du kannst den rechten Fuß ein bisschen nach vorne nehmen, das linke Bein in die Luft, öffne die linke über die rechte Hüfte, zieh den Nabel nach innen, Kreuzbein weg vom Körper. Und wenn du gerade gemacht hast, dann kreist deinen oberen Fuß ein paar Mal. Lass den Atem tief. Okay, dann streck das linke Bein, dreh die Hüfte ein, einatmen, pass auf. Das linke Knie geht wieder nach vorne und wir kommen von hier in die Taube. Du öffnest das linke Knie zur linken Hand und streckst das rechte Bein nach hinten. Okay? Falls du ganz auf die linke Seite kippst, dann würde ich dir hier ein Kissen empfehlen, unter die Pobacke zu legen. Rechte Bein streckt nach hinten.
Und dann lass du dich hier langsam, langsam nach unten sinken. Und auch hier könntest du die, wenn die Stirn nicht zum Boden kommen, zwei Fäuste übereinander stapeln und da die Stirn ablegen. Oder du nimmst einen Block. Ja, versuch, was zu finden, wo du jetzt wirklich die Stirn gut ablegen kannst, in den Schultern entspannst. Tief der Atem. Ganz weich in der und weit werden. Rechter Gesäßmuskel. Oberschenkel. Ganz, ganz gute Dehnung für die Hüften. Entspann die Gesichtszüge. Und dann von hier kommst du ganz langsam, langsam wieder nach oben. So, falls du auf etwas sitzt, zieh es erstmal unter dir hervor und lehn dich jetzt mal bewusst auf die linke Seite und dann schwingst du, kannst auch hier nachhelfen, dein rechtes Bein nach vorne, stellst den Fuß außen an das rechte Bein ab für den Drehsitz. Erde die rechte Pobacke, heb den rechten Arm und twiste nach rechts. Atme tief ein. Atme vollständig aus. Lass den Atem ausgedehnt. Streck dich noch mal ein bisschen länger mit der ein. Komm tiefer in die Drehung mit der aus. Noch einen Atemzug. Einatmen, komm nach vorne. Dreh dich aufrecht zur anderen Seite. Und jetzt für Gomukhasana bringst du die Knie übereinander. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, einfach den Po ein bisschen höher setzen oder das untere Bein strecken. Also schau mal, dass die Knie übereinander sind, die Füße locker zur Seite. Atme hier tief ein, atme aus. Zwei Optionen. Erstmal die normale. Heb den linken Arm, dreh die Handfläche zurück und beug den linken Arm. Du könntest jetzt den rechten Ellenbogen mit der den linken Ellenbogen mit der rechten Hand greifen. Oder du drehst auch hier die Handfläche zurück und greifst die Finger ineinander. Wenn das überhaupt nicht möglich ist, greif die Ellenbogen einfach hinter dem Rücken. Und wenn das eine ganz leichte Übung für dich ist, für mich ist es heute sehr herausfordernd, könntest du dich nach vorne lehnen. Ich mache das nicht. Schau mal, wie sich das für dich gut anfühlt. Wichtig ist, dass der Kopf Platz hat. So eine gute Dehnung. Maximus Gluteus. Gesäß, großer Gesäßmuskel, der ja auch oft, wenn der verkürzt oder verspannt ist, für Rückenschmerzen sorgt. Falls du nach vorne gelehnt bist, richte dich auf und dann löst die Hände. Ah, bring die Hände auf deine Knöchel und kreise vor, hoch und zurück. Und wir drehen die ganze Sequenz jetzt einmal um. Schau mal, dass du den rechten Fuß aufstellst. Bring die Hände nach links. Heb dein Po. Lass die Füße genau da, wo sie sind. Komm nur auf die Zehenspitzen. Und jetzt kreist du 360 Grad weit weiter, bis du wieder vorne angekommen bist. Und dann setzt du dich für Gomukhasana zwischen die Fersen. Jetzt ist dein linkes Bein oben. Idealerweise. Oder wo auch immer du angekommen bist, ist alles gut.
Heb den rechten Arm, dreh die rechte Hand zurück, beug den rechten Arm und greif die Finger hinter dem Rücken ineinander. Oder nimm eine der Varianten wie gerade eben. Heb das Herz. Atme aktiv aus dem Bauch aus. Tief ein. Vollständig aus. Tief ein. Und aus. Als du nach vorne gelehnt bist, schau, dass du wirklich gut geerdet bist, ja? Schieb also das Becken nach unten. Und dann kommst du auch mit der Einatmung nach oben zum Sitzen. Löst die Hände. Kreis nochmal die Schultern vor, hoch und zurück. Ganz easy. Stell den rechten Fuß auf, sodass das Knie in der Luft ist, für den Drehsitz nach links. Streck die Wirbelsäule lang, heb den rechten Arm und twiste nach links. Tief ein. Atme aus. Das, was den Boden berührt, schiebst du aktiv nach unten. Tief ein. Schau, dass du auch Platz in den Schultern hast. Der Blick ruhig im linken Augeneck oder die Augen geschlossen. Zwei tiefe Atemzüge. Genauso lange ein, wie du ausatmest. Tief ein. Und aus. Du kommst mit deiner Einatmung nach vorne, drehst dich wieder zur anderen Seite gegen, bleib aufrecht. Und dann zur Mitte. Das linke Bein schwingst du nach hinten. Stell die Füße hinten, also die Zehen hinten auf, Hände in die Matte. Und jetzt heb nochmal alles ganz weit nach oben. So hoch du kannst. Und positioniere dann dein rechtes Knie hinter der rechten Hand. Vielleicht setze dich wieder etwas höher für die Taube. Und lässt dich dann Atemzug für Atemzug nach vorne sinken. Leg die Stirn ab. Atme ruhig und tief ein. Und vollständig aus. Tief ein. Und aus. Spür die Hingabe in deiner Praxis. Respektierst die Grenzen, also nimmst sie liebevoll an. Es ist nur die Hingabe an deinen Körper. Du ja, gehst nicht, push dich nicht irgendwo rein, sondern respektierst, ja, wir sind jetzt hier in der kältesten Jahreszeit, in der dunkelsten Jahreszeit und da ist man nicht so bendy, flexi, wie vielleicht im Sommer. Und darauf kommt es ja auch nicht an. Es geht darum, um Grenzen zu erfahren. Von hier komm langsam, langsam nach oben. Okay, wenn du etwas unter der rechten Pobacke hast, nimm es hervor und dann drehst du dich nach hinten. Das rechte Bein ist immer noch gebeugt, das linke Bein gestreckt. Du sitzt jetzt aufrecht, bringst die Fußsohle innen zum Oberschenkel. Wenn das Knie in der Luft hängt, polstere es dir gerne. Atmest ein, drehst dich zum linken Bein. Ausatmen, beug dich nach vorne, soweit es für dich okay ist. Rechte Hand greift außen den Fuß oder das Schienbein. Zieh den Rücken lang, gerne nutze auch den Gurt, was auch immer du hast. Und tauch über das linke Bein. Lass den Kopf los. Und jetzt geht es hier natürlich nicht darum, wie weit du mit der Stirn
Nach unten kommst, auch wenn die Übung Janu Shirsasana heißt, Kopf-Knie-Stellung. Also bei mir ist der Kopf eher am Schienbein. Atme lieber Weite zwischen Schambein und Brustbein. Und lass einfach ausatmen los. Also du ziehst dich sanft auseinander mit der Ein in die Länge. Und mit der Ausatmung hebst du dich in die Vorbeuge. Und so können nach und nach über die regelmäßige Praxis sich die Grenzen weiten. Und dann kommt man hier ganz langsam wieder nach oben. Falls etwas unter deinem rechten Knie ist, nimm es hervor, bring die rechte Hand hinter dich. Heb den linken Arm, heb das Becken und öffne dich hier einmal weit. Die linke Leiste weit, dein Herz weit, zieh die Schultern zurück. Und dann rotiere auch wieder, so wie du reingekommen bist, nach unten zum Sitzen. Heb das rechte Knie, streck das rechte Bein aus. Wir machen gleich die andere Seite. Beug das linke Bein, bring den Fuß innen zum Oberschenkel. Einatmen, hebt das Herz. Ausatmen, links greift außen. Die andere obendrauf. Da, wo du hinkommst, sehr flexibel bist, dann greift die Hand hinter dem Fuß. Tief atmen. Und du schiebst dich wieder in die Länge, ein bisschen über das rechte Bein. Eine leichte Seitdehnung und Vorbeuge. Okay, hier ausatmen, komm langsam mit der Einatmung nach oben, heb das linke Knie, streck beide Beine nach vorne aus für die Vorbeuge, Sitzbeinknochen gut erden, Rücken lang, du kippst aus dem Becken, gerne auch hier mit einem Gurt üben. Und wie gesagt, das ist ein Klappmesser, habe ich schon mal also gehört, wird auch zu dieser Übung gesagt. Paschimottanasana in Sanskrit. Der Westen kommt zum Osten. Rückseite des Körpers ist der Westen, Vorderseite der Osten. Und das merged irgendwann. Also halt dich am Gurt, an den Schienbeinen, an den Füßen fest, aber halt auch Platz zwischen Schultern und Ohren. Nur der Kopf darf gerne entspannt hängen, dein Atem tief und ruhig. Noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Schau, dass deine Einatmung genauso lang ist wie die Ausatmung. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, richte dich auf. Stell die Füße vor dir auf, hüftbreit, zieh die Schultern zurück. Heb mit der Einatmung die Hüften hoch. Atme aus, zieh die Schultern zurück.
Halt zwei tief ein. Atme aus. Tief ein. Atme aus. Vielleicht der Löwe noch mal ein, dann die Zunge weit raus. Und dann hebt den Kopf, senkt die Hüften. Oh, ich glaube, ich habe auf der anderen Seite vergessen, hochzudrücken. Jetzt streckt nochmal das rechte Bein, lasst das linke Knie zur Seite sinken. Und dann machen wir auch hier nochmal sanfte Öffnung in der rechten Leiste. Du hebst den rechten Arm und öffnest dich hier. Und dann mit deiner nächsten Ausatmung senke wieder nach unten ab. Okay, stell die Füße vor dir auf. Und von hier streck die Arme nach vorne. Zieh den Nabel nach innen. Wir wollen zum Liegen kommen auf den Rücken. Langsam Wirbel für Wirbel. Roll dich nach unten ab. Bist du angekommen, bist du und genieß für einen Moment. Die Füße bleiben aufgestellt. Das Kreuzbein in die Matte sinken zu lassen. Ziehst die Schulterspitzen zum Boden. Atme hier tief ein. Und aus. Dann machen wir noch einmal eine Sequenz mit dem Atem verbunden. Du schiebst die Füße in die Matte, du hebst die Hüften und die Arme nach oben zurück. Und mit der Ausatmung senkst du Hüften und Arme. Und mach das weiter. Fühl, wie der Atem die Bewegung einrammt. Und spüre auch die Bewegung in der Wirbelsäule. Die Kraft in den Beinen, in deinem Atem. Mach es weiter, schließ die Augen, sodass du nochmal so einen richtig schönen meditativen Zustand erreichst. Und entweder bewegst du dich hier weiter oder du kommst jetzt in die Schulterbrücke mit mir. Heb nur die Hüften, verschränk die Finger unter dem Gesäß, presst die Füße, Hinterkopf in Ellenbogen in die Matte. Mit der Einatmung hebst du das Brustbein und ziehst dabei die Schultern unter den Rücken. Atme tief ein, spür die Kraft in den Beinen, atme aus. Tief ein. Atme aus. Ruhig ein. Aus. Tief ein. Hier nochmal einatmen und dann löst die Hände und roll langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Bring die Füße mattenbreit, die Knie zusammen, leg eine Hand auf den Bauch, die andere auf dein Herz und spür hier nach. Dann die Knie zu dir ran, greif an die Knie und schaukel nach links und nach rechts ein paar Mal. Genieß die Massage entlang der Wirbelsäulen. Komm in die Mitte, streck das linke Bein am Boden aus. Rutsch mit dem Po weit nach rechts und dann mit dem Knie nach links. Öffne den Oberkörper, die Arme können auch gerne gebeugt, Hände auf den Körper abgelegt oder Seite gestreckt. Lass den Kopf los, die Schultern entspannt.
Atme hier nochmal ein. Vollständig aus. Einatmen, komm in die Mitte. Rutsch gleich mit dem Po zum linken Mattenrand. Streck das rechte Bein und twiste mit dem gebeugten Bein zur anderen Seite. Lass die Schultern los. All das, was dich beschwert, ja, was auf deinen Schultern liegt, was dich beschäftigt. Oft sind das ja immer wieder ähnliche Gedankengänge, die dich da so beschäftigen. Was ist los? Stell dir vor, wie es von den Schultern nach unten fließt. Dann komm von hier auch wieder zurück. Okay, stell die Füße auf und wenn du jetzt einen Block hast, ein Kissen, eine Decke, was auch immer, dann nimm das bitte hervor. Und wir machen noch eine Mini-Umkehrhaltung. Das heißt, du kannst jetzt hier die Decke falten, unter dein Kreuzbein, unteren Rücken legen oder die Blöcke. Hebst die Hüften hoch. Wenn du nur auf einem Block liegst, dann würde ich das bitte nur auf dem Kreuzbein, also nur das Kreuzbein hier abstellen, dass du nicht mit dem unteren Rücken in die Kante des Blockes reinschiebst. Das ist nicht so schön für die Bandscheiben. Also meine Erfahrung. Lieber ein bisschen weicher liegen, gepolsterter, aber trotzdem schön erhöht. Und dann streck die Beine nach oben aus. Kinn am Brustbein, Arme locker zur Seite. Knie können natürlich gebeugt sein. Beine können natürlich auch an der Wand liegen. Noch hier schließ die Augen. Fühl die Weite in deinem Herzen. Spür diese bewusste Enge jetzt hier in der Kehle. Halte hier deine Achtsamkeit. Spür, wie der Atem hier durchrauscht. Vishuddha-Chakra, Kehlkopf-Chakra steht für das wahrhaftige Sein in dieser Welt. Der Ausdruck deines Seins in dieser Welt. Die Kommunikation mit dir. Und den anderen. Wie achtsam, liebevoll und echt gehst du mit dir um? Traust dich deine Wünsche? Und vielleicht musst du es auch erstmal erkennen, was deine Herzenswünsche sind. Und dann trau dich, diese auch zu kommunizieren. Und lebe auch danach. Wie viele Menschen unterdrücken ihre Talente, ihre Herzenswünsche, ihre Bedürfnisse, Gefühle, bringen sie nicht zum Ausdruck. Und das möchte unsere Seele nicht, das möchte der Körper nicht. Und oft kommt es dann ja eben zu Spannungen im Schulter-Nackenbereich, Schilddrüsenproblemen, Unterüberfunktionen, Hashimoto, was auch immer, Kopfschmerzen, Ohrensausen. All das sind unter anderem Ausdrücke, Krankheiten, wenn wir uns hier unterdrücken. Und nicht zum Ausbruch bringen. Und das möchte wirklich von uns gelebt werden. Jeder von uns. Respektvoll und liebevoll. Manchmal muss man ein Nein zum Gegenüber sagen, damit man zu sich selber Ja sagt. Ist nicht leicht, ich weiß.
Auch immer mein Thema. Aber wenn wir selber zu uns ja sind, dann sind wir echt. Dann strahlen wir was aus und so sind wir für das Gegenüber eben auch authentisch und echt und die Menschen sehen uns plötzlich ganz anders. Vielleicht der Partner, wenn er damit nicht klarkommt, kann es sein, dass er geht. Könnte auch sein, aber vielleicht verändert sich da auch zwischenbeziehungsmäßig menschlich was, was nur zum Besten sein kann. In der Arbeit auch, mit Kollegen, mit dem Chef, Chefin. Lass uns menschlich und wahrhaftig und liebevoll begegnen. Beug die Beine. Spür einen Moment nach. Dann stell die Füße auf. Auch hier spür einen Moment nach. Dann heb das Becken und zieh die Blöcke, alles, was du nicht mehr brauchst, hervor. Leg ab. Bring die Füße mattenbreit. Und dann lass die Knie nach links, nach oben und nach rechts schwenken. So ein paar Mal. So eine gute Übung für Mobilisation in den Hüften, aber auch für den unteren Rücken. Okay. Und dann streck die Beine aus. Deck dich zu, Fischavasana. Die Endentspannung. Der ganze Körper sinkt in die Matte. Und jetzt schieb noch mal, das machen wir jetzt mal ganz aktiv, die Ellenbogen in die Matte und heb das Herz, soweit du kannst. So richtig schön hoch. Schieb alles in die Matte und öffne. Also der Oberkörper ist abgehoben und du schiebst das Kinn zurück. Atmest mal tief hier ein. Und durch den Mund schiebt die Lippe, Unterlippe über die Oberlippe aus. Nochmal so eine richtig schöne Dehnung. Herz und Kehle. Mach das nochmal. Noch einmal. Und dann senke ab. Zieh dein Kinn zum Brustbein. Heb den Kopf. Und senke ab. Spann nochmal den ganzen Körper an. Mach Fäuste mit den Händen, mit den Füßen. Heb die Arme, den Kopf, die Beine. Alles anspannen, anspannen. Ganz saures Gesicht machen. Noch ein bisschen mehr anspannen. Und dann lass alle Viere von dir atme aus. Entspannt in die Unterlage. Nimm den ganzen Körper wahr. Schau, ob du dich gut ausgerichtet hast. Und dass die Auflageflächen deines Körpers weiter werden. Sinke tief nach unten. Entspanne deine Zehen, Fußsohlen, Fußgelenke. Entspanne die Waden, Knie und Oberschenkel. Entspanne den gesamten Beckenraum, deine Hüften, das Gesäß. Unterer, mittlerer, oberer Rücken entspannt. Die ganze Wirbelsäule ist entspannt. Bauch- und Brustkorb entspannt. Finger, Hände und Arme sind entspannt. Schultern und Nacken entspannt.
Entspann die Kopfhaut. Jede einzelne Haarwurzel ist entspannt. Stirn ist glatt. Entspann die Augenbrauen. Zentrum der Augenbrauen weit. Lass die Augäpfel zurücksinken. Entspann die Augen. Entspann den Raum hinter der Stirn weit. Entspann dein Kiefergelenk, den Unterkiefer. Löst die Zunge locker vom Gaumen, lass die Lippen weich. Der Oberkiefer entspannt, die Nase entspannt. Die Ohren entspannt. Alle Gesichtszüge sind weich, die Haut am ganzen Körper entspannt, gelöst. Alle inneren Organe entspannt. Gehirn entspannt. Lass los, lass los, lass los. Dann bleib noch so schön ruhig am Boden liegen. Nimm dich hier wahr, wie du auf der Matte liegst. Vielleicht lächelst du dir zu. Nimmst ein paar tiefere Atemzüge. Ganz lebendig, nimm dich wahr. Beweg dann die Finger, Hände, Zehen, Füße und vielleicht streckst du dich nochmal durch. Atmest noch ein bisschen tiefer, dehnst und regelst hier die Seiten. Und mit einem Seufzer, mit der Ausatmung kannst du dich auf die Seite rollen und hier nochmal kurz nachspüren.
Komm von hier langsam über die Seite nach oben zum Sitzen. Für einen kurzen Moment die Wirbelsäule aufrecht, die Augen geschlossen. Spüre hier nach. Und wenn du möchtest, nimm die Hände vor das Herz. Senk die Stirn. Spür Dankbarkeit und Vorfreude. Dankbare Vorfreude für all das Wunderschöne, was in diesem Jahr kommen wird. Ich bin davon überzeugt, das wird ein sehr lichtvolles, ein wunderschönes, dynamisches Jahr mit vielen Veränderungen. Wenn wir im Herzen verankert sind, wenn wir wieder mehr offline uns begegnen, mehr Tiefe und Menschlichkeit leben, dass wir sowas von beschenkt werden. Ich freue mich auf all die schönen Begegnungen, die ich dieses Jahr haben werde mit euch, dir und auch die tiefen Erfahrungen in mir. In Dankbarkeit schließe ich ab. Om Bolo Satguru Shri Bhagavana Ki Jai. Und wenn du soweit bist, dann komm langsam. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich das hier schließen langsam nach oben. Okay, jetzt habe ich es. Vielen Dank.